Ich begrüße ganz herzlich bei mir am Mikrofon Joro Gogov. Können wir Deutsch sprechen oder muss ich jetzt Bulgarisch reden? Kannst du besser Russisch? Ein bisschen kann ich noch. Lass uns Deutsch sprechen. Dobry vecher. Nein. Die Top 100 sind der Anlass, weshalb wir dich ganz schnell mal von der Probe runtergebeten haben. Nun ist ja City mal wieder, muss man wirklich sagen, auf Platz 1 gelandet. Hat dich das überrascht oder hast du das erwartet? Erwartet habe ich es nicht. Ich habe mir fast die gesamte Sendung angehört, an diesem berühmten Sonntag. Wir haben ja kurz davor gesprochen. Und zwischen den Beiträgen gab es so eine Pause und in dieser Pause klang immer das Intro. Und ich kannte es so, okay, habe ich mir gedacht, wenn das diese Dichte kommt, es kann auch eventuell darauf hinführen, dass wir doch auf Platz 1 landen. Und hat uns natürlich unglaublich gefreut. Ja, es ist ja wirklich nach der Wahl des größten deutschen Hits des Jahrtausends, nämlich im Übergang von 1999 auf 2000 bei Radio Fritz. Das war ja noch ganz anders. Da hat ja nicht eine 100-köpfige Jury aus Ost und West gewählt. Da haben ja die Hörer gewählt, ja, am Radio. Und es war ja ein K.O.-Rennen. Das heißt, ihr seid gegen Rio Reiser, gegen Karat, gegen Grönemeyer, gegen Lindenberg, gegen die Pudis angetreten und habt euch durchgesetzt. Also insofern ist es für mich eine Bestätigung eines wirklichen Langzeithits. Ich sehe das klein bisschen anderes. Also wie du es jetzt anmoderiert hast, sieht das so nach einer Art Kampf, dass wir uns durchgesetzt hätten. Ich glaube, das Publikum hat das entschieden. Und ich ab irgendwann, als wir wieder auf die Erde kamen nach unserem Höhenflug, dass er der Künstler, der Erfolg hat, erlebt, zweifelsohne, sind immer die gleichen Gefühle, immer die gleiche Einbildungskraft oder die Vorstellung, dass du etwas Besonderes bist. Also wieder auf die Erde waren, habe ich festgestellt, dass das mir nicht gut tut. Und habe ich dann für mich diese, klingt zwar ein bisschen merkwürdig, aber Demut. Mhm. Einfach zu begreifen, dass nicht du etwas Besonderes bist, sondern das Glück, vielleicht ein bisschen Handwerk, aber vor allen Dingen der Zuneigung und der Entscheidung deiner Zuhörer und Publikum sind, die dich groß machen. Mhm. An erster Stelle. Mhm. Und dann über möglicherweise mediale Präsenz, wie auch immer, oder Fleiß oder Kontinuität, bleibst du am Ball. Mhm. Und dann kommst du irgendwie in eine Position, wo du sagst, okay, ich spiele in diese Liga. Mhm. Die Leute, die du genannt hast, natürlich ehrt uns, dass wir, wie du sagst, uns durchgesetzt haben. Die Musik, die da gespielt wird, wo er hin will, hat er lange schon im Ohr. Wenn ich mir vorstelle, man würde, wird ja öfter mal im Radio so ein Quiz gemacht und wenn man dann, sagen wir, einen Gitarrenriff, ob jetzt von Satisfaction oder von Deep Purple, ich glaube, da würde auch City mit am Fenster die Nase vorn haben, weil ich glaube, wenn der erste Geigenton kommt, weiß man sofort, worum es geht. Das ist richtig, ja. Ja. Also es ist einfach so markant und so einprägsam und auch so ungewöhnlich, weil ja, es gab mal eine Band, The Flock, die auch mit dem Geiger agierten, ja, aber ja, nicht so wahnsinnig viele Bands, die mit Geigen arbeiteten, ja, oder? Ja. Ich hatte auch keine Vorbilder, denn als ich anfing, mit Rockmusik mich zu befassen, habe ich längst die Violine zur Seite gepackt und habe ich mich nicht mehr mit Klassik oder mit diesem klassischen Abteil befasst. Bin ich in die Tanzmusik gegangen, da habe ich Jazz gemacht, Rock, Pop, alles Mögliche. Und der Zufall wollte es, dass ich nochmal die Violine ergreife. Und sie ist dann mein Markenzeichen geworden. Jetzt stehst du heute mit NO55 auf der Bühne. Zumindest mit Gala und du. Ja. Weil die Grundband ist ja Zöllner. Und war das für dich so eine zweite Karriere nach City?
Unbedingt. Also eine Kunst des Zerwürfnisses, das kein Geheimnis mehr ist. 81 in kürzester Zeit habe ich eben Piotrkowski, der war schon fester Bestandteil vom City, ist mit mir gegangen. Gala kannte ich durch einen Auftritt, die zufälligerweise als Mitglied einer Jury, die junge Musiker bewertet hat, ob sie Qualität erreicht haben, um ein Papier zu bekommen, das sie berechtigt, Geld zu verdienen als Musiker, also die Profi-Pappe. Und da habe ich Gala das erste Mal gesehen und war total fasziniert von seinem Charisma. Und Mundharmonika hatte fantastisch gespielt und auch seine Ausdrucksform. Und, aber das war nur ein flüchtiges Kennenlernen, dass er aus Monocle aussteigen würde, das war so nicht abzusehen. Wahrscheinlich. Zumal die Musik ein bisschen anders war, die er bei Enno gemacht hat. Selbstverständlich, ja. Wir haben Hard Rock gemacht und auch mit Poppig-Elementen und natürlich unter ganz andere Vorzeichen und schon mit ganz anderer Erfahrung. Aber wir hatten unglaublich viel Spaß, bis eben die Deutsche Demokratische Republik aufgehört hat zu existieren. Und damit war natürlich auch die Grundlage für ein weiteres Fortkommen der Band nicht mehr gegeben. Und wir zerfielen wie viele andere Dinge auch. Nennen Sie mich nicht. Ich weiß, ich hab Sie mal gefragt, ob in jener Nacht Liebe zwischen Ihnen war, hat Sie mich gemacht. Ich bin ja froh, dass ihr heute Abend bei dieser Live-Präsentation der Top 100 dabei seid. Wir haben ja so, es ist ja wirklich kurios, es sind die sogenannten Dinos, also City, Karat, Silly, Pudis sind nicht dabei. Silly ist im Probenstress, Karat hat eine Mucke, deine Jungs sind zu einem Fernsehauftritt schon nach Düsseldorf geflogen. Maschine, bedingt durch seine Krankheit, musste seine Tour auch absagen. Also insofern haben wir sozusagen eine neue Reihe auf der Bühne zu stehen, auch alles tolle Musiker, aber eine ganz andere Auswahl. Und bei dir in der Band ist ja nicht nur NO55, Basis Söllner, Gala und du, bei dir spielt ja noch jemand. Ja, erfreulicherweise in eine auch Tournee, das ganz dicht ein Tag nach dem anderen folgt und auch mit großem Erfolg, ist mein Sohn Nikolai Gogov, Niki, eine Leihgabe von Knokator. Dürfte heute dabei sein. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, zwischen den Proben hier nochmal schnell zu uns zu kommen. Ja, wir drücken alle die Daumen und freuen uns, dass es ein schöner Abend wird, hoffentlich. Ich auch. Ja, danke.